Holger Benzin. Guten Morgen und jetzt bin ich nicht mehr allein im Studio. Andrea Berg ist da. Hallo Andrea. Ich freue mich und ich habe euch, guck mal raus, die Sonne mitgebracht. Ja, sie scheint schon wunderbar ins Studio hinein. Man kann uns nicht nur hören, man kann uns auch sehen heute Morgen über den Livestream auf swr4.de. Und was man vielleicht im Livestream nicht so sieht, zwischen uns ist natürlich eine, ich klopfe mal dagegen. Ja, hört man's? Eine Plexiglasscheibe, damit auch alles sicher ist in diesen Corona-Zeiten, Abstand wahren und so. Andrea, die ist heute bei uns so, eine Stunde. Jedes Mal, wenn du jetzt dieses Wort sagst, mache ich piep. Jetzt machen wir mal, wenn ich hier bin, mal eine Stunde, wo wir es nicht sagen. Ah, ich weiß nicht, ob wir das wirklich durchhalten können, aber schauen wir mal. Wir müssen uns doch mal ein bisschen auch, die Seele muss sich doch auch mal ausruhen. Und ich glaube, jetzt irgendwann ist auch mal gut, weil jeder hat Angst, jeder ist verzweifelt, weiß nicht, wie es weitergeht. Und alles dreht sich, ob du es morgens das Radio anmachst oder kurz bevor du ins Bett gehst, nochmal den Fernseher einschaltest. Es ist ja zum Ersticken. Wie sehr fehlt dir denn das Konzertgefühl aktuell? Weil Konzerte sind ja leider nicht möglich, erst nächstes Jahr wieder, hoffentlich dann. Wie sehr fehlt dir das? Das ist schon wirklich so tatsächlich utopisch unwirklich, wenn man jetzt auch wieder in diese Live-Bilder reinschaut oder wenn wir die, ich habe mir zusammen mit Giovanni am Samstag auch die Fernsehshow nochmal angeguckt und wenn du das dann siehst, dann denkst du, das ist wie von einem anderen Planeten. Dabei war das vor 2 Monaten und das finde ich wirklich, es ist ganz, ganz schrecklich. Ich leide da wirklich drunter und kommuniziere auch ständig mit den Fans, die das genauso empfinden. Wir waren am Sonntag auch bei eurer Veranstaltung im Autokino mit Giovanni und wenn du dann siehst, wie die Menschen verzweifelt versuchen, ein bisschen Stimmung zu machen mit Warnwesten, die sie aus dem Fenster, mit denen sie so wedeln, dann denke ich, boah, also es fehlt uns schon wirklich. Der Mensch ist doch ein Herdentier. Der muss miteinander kommunizieren, der muss sich berühren können. Und da gehen wir schon wirklich doch durch sehr schwere Zeiten. Das Gute ist ja, es gibt jetzt eine neue Live-CD und auch DVD von dir. Da können wir uns quasi ersatzweise sozusagen dieses Konzertgefühl und das Erlebnis zumindest ins Wohnzimmer holen. Aufgenommen wurde das in Wien im Februar. Warum gerade Wien? Warum nicht Stuttgart oder Mannheim oder Ulm? Ist da die Akustik besser in Wien oder das Publikum? Nein, wir haben ja in den vergangenen Jahren schon viele, viele Konzertvideos aufgenommen. In Köln, in Berlin und in Oberhausen mal. Und dieses Mal hat sich Wien wirklich angeboten, weil es eine tolle Halle ist. Da brodelte es richtig und es passte vom Timing her gut. So am Anfang von so einer Tour, da ist man ja auch immer noch so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, so da konzentriert man sich noch sehr auf die Abläufe. Und Wien war schon so am Ende des ersten Drittels von der Tour, Gott sei Dank, haben wir es da schon aufgezeichnet, so dass man das alles so ein bisschen auch eingefahren war und man sich dann wirklich auf den Spaß mit den Zuschauern konzentrieren konnte. Die ganze Woche gibt's ja bei uns im SWR im Fernsehen interessante Einblicke von der Tour. Die Kollegen durften dich backstage begleiten. Und wie ist das für dich jetzt auch, das mit etwas Abstand zu sehen? Ich stürze mich in die Vorfreude, weil inzwischen gibt's ja die Perspektive, dass wir die ausgefallenen Shows, es waren 10 Stück an der Zahl, die wir einer durch den Sturm, Sabine damals, Halle Westfalen, das war das erste Konzert in meinem ganzen Leben, was ich abgesagt habe und das war schon komisch. Ich dachte, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das ist mir noch nie passiert. Ich habe mir den Rücken mit einem Pyro verbrannt, ich habe mir einen Fuß gebrochen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Konzert abgesagt und jetzt gleich 10 Stück. Und dann kam diese Geschichte und jetzt haben wir die Termine auf den März des nächsten Jahres verschoben. Und jetzt lebe ich jeden Tag in dieser Vorfreude darauf, dass es endlich wieder losgeht. Zu Hause bleiben ist ja die große Devise für alle Leute. Das gilt natürlich dann auch für dich, Andrea. Was machst du denn eigentlich in diesen Zeiten? Ich sage jetzt nicht dieses komische Wort. Das Piepwort. Ja, ich sage es jetzt extra nicht. Aber was machst du, damit dir die Decke nicht auf den Kopf fällt? Der eine liest Bücher, der andere schaut sich die Mediatheken durch, andere fängt vielleicht das Gärtnern an, Hochbeet, baut ein Hochbeet oder irgendwas. Was machst du? Für mich ist ja dieses Zuhause sein
eigentlich auch ganz normal. Also ich bin ja ganz selten unterwegs auf Konzertreisen und ich arbeite ja viel zu Hause. Ich habe da mein Atelier und da sitze ich an der Nähmaschine. Jetzt zuletzt habe ich natürlich mal keine Lampenschirme, sondern eben Mund-Nasen-Schutzmasken genäht für die ganze Familie. Die Kinder haben bunte bekommen und für unsere Mitarbeiter. Und da sitze ich an der Nähmaschine und dann lasse ich mir neue Songs einfallen. Oder ich habe schon sämtliche Blumenkästen mit Sommerblumen bepflanzt. Ich war viel an der frischen Luft. Ich war auch mal wieder, nach langer Zeit mal wieder wirklich jeden Abend mit den Hunden, bei den Tieren. Also für mich war das auch so ein bisschen so ein zur Ruhe kommen jetzt. Und trotzdem, all die Bücher, die ich mir da hingelegt habe und die ich dann nach der Tour mal lesen wollte, wo ich mich auf diese Zeit gefreut habe, wenn ich endlich mal wieder daheim bin und all das tun kann, das macht man dann doch irgendwie nicht, weil so diese innere Unruhe, die kriegst du einfach auch nicht weg. Ich kann mich dann auch nicht konzentrieren. Mir geht das alles so durch den Kopf. Und dann habe ich halt eben noch kein einziges Buch gelesen. Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast Masken selber genäht. Nicht klassisch weiß, wie es viele haben, sondern schön bunt. Also so ein bisschen auch Andrea-Style, die Masken. Oder wie sehen die aus? Ja, wenn es doch tatsächlich so ist, dass wir uns da gut mit schützen können, dann finde ich, sollten sie aber auch modisch ein bisschen attraktiv sein und ein bisschen, ich sag mal, zumindest ein bisschen fröhlich sein. Die Lebensfreude darf man nicht dahinter verstecken. Und wenn du das mit einem Lächeln nicht machen kannst, dann vielleicht mit einer bunten, ausgefallenen Maske. Irgendwie müssen wir uns ja doch da durchretten. Mhm. Lange vor Corona, als wir alle noch Urlaubsreisen ins Ausland machen konnten, im August 2018, da warst du in Afrika mit deiner Tochter und hast den Berg besucht, gesehen, den du schon so oft besungen hast, nämlich den Kilimandscharo. Ja, das war August und es lag noch Schnee im Sommer. Ja, wie war das denn für dich, diesen Berg live zu sehen? Faszinierend. Also ich habe es schon ganz oft gesagt und ich sage es immer wieder, es war der schönste Moment in meinem Leben, vor allen Dingen auch mit Lena Maria zusammen, dort hochzusteigen und diesen Kilimandscharo, den ich schon seit 28 Jahren besinge, mal wirklich da zu sehen und dann vor allen Dingen auch durch die Augen meines Kindes. Die Lena hat die ganze Zeit fotografiert und ich dachte, so schön dieses Erlebnis miteinander und dann auch, wo wir da in dem Serengeti-Nationalpark waren, die Tiere gesehen haben. Also es war ein wahnsinnig, sagen wir mal, so erhebendes Gefühl, ehrfürchtig und dankbar bin ich dafür. Schöne Bilder hast du ja auch auf deiner Tour gezeigt von dieser Reise. Und das Lied aus dem Konzert, das hören wir jetzt von der neuen Live-CD und DVD von Andrea Berg. Hier ist Kilimandscharo. Boah, kriegt man doch gleich Gänsehaut. Richtig, ja, wunderschöne. Und Sehnsucht. Interpretiert Somewhere Over the Rainbow. Käme das für dich denn in Frage, auch mehr Lieder auf Englisch zu singen? Oder auch in einer anderen Sprache möglicherweise, Französisch, Italienisch oder, ich weiß nicht, Dänisch. Ach, das hat mit dem Song zu tun. Musik kennt ja da keine Grenzen. Aber ich glaube, dass schon auch dadurch, dass ich ja meine Texte selbst schreibe, für mich eben meine Muttersprache wichtig ist, weil ich mich in der am besten ausdrücken kann. Und in meiner Muttersprache finde ich natürlich auch den direkten Zugang von meinen Träumen in die Träume der Fans. Und so ist es ja zwischendurch einfach auch mal eine Perle im Konzert, dann eben so ein Stück zu hören. Um internationale Songs geht es ja auch bei unserem SWR4-Hitmarathon am Morgen, am Samstag. Man kann noch abstimmen bis 12 Uhr. Jeder hat 4 Stimmen auf swr4.de. Wem würdest du denn deine 4 Stimmen geben? Wenn du also ich würde meine 4 Stimmen für meinen Mann, alle 4 den Bee Gees geben. Weil okay. Dann freut er sich. Ist er der ganz große Bee Gees-Fan? Der ist der absolute Bee Gees-Fan. Ich habe ihm zu seinem 60. Geburtstag letztes Jahr, habe ich ihm eine Bee Gees-Band geschenkt. Und ich glaube, seitdem liebt er mich noch mehr. Okay, super. Also dann würde ich sagen, spielen wir gleich auch noch die Bee Gees mit You Win Again und bedanken uns bei dir, dass du da warst heute Morgen bei uns, eine Stunde lang und hoffen natürlich, dass es nächstes Jahr weitergeht dann mit der Mosaiktour und auch mit dem Heimspielkonzert natürlich wieder bei dir zu Hause und solange erfreuen wir uns an der neuen CD und DVD von der Mosaiktour und schauen heute Abend natürlich die SWR Landesschau. Da gibt's nochmal Andrea Berg Backstage. Vielen, vielen Dank, Andrea.